zusammen. Jetzt habe ich was richtig Durchgeknalltes für euch. Und zwar, wir sind zurück in Franken. Wir sind beim Weingut Rothe, ein Bio-Weingut, wo viel experimentiert wird. Also man arbeitet schon lang biodynamisch und versucht, da ein bisschen weiter zu denken als nur Bio. Man macht also Naturweine, das heißt Weine mit Maischegärung, Weine, die nicht geschwefelt sind, gerne mal durchgeknallte Sachen. Und das ist die Spitze der Durchgeknalltheit, was ich hier in der Hand habe. Es handelt sich um einen Silvaner. Und Silvaner kennen ja viele so als Wein, die man halt so zum Spargel dazu trinkt im Frühjahr. Aber das ist nicht der Silvaner, den man vermutet, wenn man nur die Rebsorte liest. Man sieht schon am Etikett, dass da Quevri draufsteht. Und Quevri ist die Ausbaumethode. Man baut hier also nicht im Stahltank oder im Holz aus, sondern in sogenannten Quevris. Das sind Tonamphoren. Kennt man viel so aus Osteuropa. Da werden die in den Boden eingegraben und man lässt eigentlich den Wein so ein bisschen machen, was er halt macht. Und filtriert dann irgendwann ab oder füllt nur ab, ohne zu filtrieren. Und genau das passiert hier. Ich zeige euch mal den Wein. Schaut euch die Farbe an. Ich will jetzt keine Assoziation sagen, aber schaut euch die Farbe von diesem Wein an. Er ist sehr gelb. Jahrgang ist hier 2016. Das ist für solche Weine auch jung. Die können natürlich alt werden. Ja? So spezielle Weine können immer ein bisschen altern. Die bringen immer was mit. Man riecht rein, ist sofort so, wow, okay, was ist das? Vielleicht ist es Sherry, vielleicht ist es Waldboden, es ist auf jeden Fall nicht mehr fruchtig. Irgendwie würzig, irgendwie wow, rough, ah, maskulin vielleicht? An der Nase kann man sich kaum satt riechen, weil es so interessant ist. Ja? Es ist halt nicht so die Nase, die man so kennt, sondern man muss wirklich nachdenken, verdammt, wonach riecht das denn? Harz? Alter, oh, eine fette Katze ist das Ding. Richtig wuchtig. Das ist ein Weißwein mit Tanninen. Das hat man so gut wie nie. Das kennt man nur vom Rotwein, dass man richtig Gerbstoff hat. Richtig das Gefühl von Ledrigkeit. Und da rennt aber sowas von eine richtig dicke Katze gerade durch den Raum. Das sage ich euch. Zumindest in meinem Kopf. Geil. Extrem anstrengend zu trinken. Eigentlich nichts für Anfänger, wobei ich eben rate, sowas mal auszuprobieren, weil es halt so spannend ist und sowas anderes ist und sowas Neues ist, was man nicht kennt. So ein Wein eignet sich eher weniger beide Glas. Da braucht man was zu essen dazu. Was Gegrilltes, was mit Röstaromen, was mit Power. Der Wein macht viel mit. Den Wein kann man herausfordern. Er ist leider nicht ganz günstig, ab Weingut 45 Euro, liegt an der speziellen Ausbaumethode, an der langen Maischegärung und daran, dass es Experimente sind. Das heißt, da wird nicht viel abgefüllt. Da ist natürlich die Nachfrage auch nicht monströs groß, aber wenn ihr Bock habt, probiert mal so Naturweine, unfiltrierte, ungeschwefelte Weine oder eben solche Weine, wo es einen Maischekontakt gibt oder die in anderen Gefäßen ausgebaut wurden. Es ist spannend, es macht Spaß, man hat was fürs Gehirn, weil man anders nachdenken muss über solche Weine. Und man hat natürlich am Gaumen wirklich Tango, ey. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und bleibt dran.